Sie gucken mich erstmal schockierend an, so, ach, du kommst aus dem Iran. Das habe ich gar nicht erwartet. Und jetzt mal muss ich sagen, wie sieht eine Iranerin aus? Ich bin Mona, 28 Jahre alt und ich komme aus dem Iran. Ich bin ungefähr seit 6 Jahren hier in Deutschland. Aus Liebesgeschichte dann bin ich hierher gekommen. Ja. Deutschland stand nicht auf meiner Wunschliste. Aber ich bin froh, dass ich auch hier bin. Ich kann vielleicht von diesem kleinen Schock erzählen, dieser Unterschied. Vielleicht war das vor vielen anderen Leuten so, die Nase putzen beim Essen zum Beispiel im Restaurant oder so. Das war, ich glaube, das Erste, was mich so richtig schockiert hat. In Iran ist es nicht so, dass man die Nase in der Öffentlichkeit putzt und so laut, sondern man geht dann auf die Toilette und da putzt die Nase. Ich habe vielleicht ein paar Mal von meiner Verwandte, von meiner Familie gehört, dass sie gesagt haben, ich habe mich ein bisschen verändert, aber vielleicht in der Sinne, dass diese direkt zu sein. Ich glaube, das ist was typisch Deutsches, dass sie direkt sagen, was sie denken, was gar nicht so negativ ist, aber vor jemand anderem, der noch nicht dran gewohnt ist, ist es so erstmal okay, konnte man ein bisschen so sanfter sagen oder durch die Blumen sagen. Ich bin auf jeden Fall viel direkter geworden und das fällt mir auch sehr, sehr einfacher auf. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut, so direkt zu sein. Ich würde über mein Land sagen, dass die Menschen sehr warmherzig sind, sehr gastfreundlich und sie freuen sich immer wieder auf neue Menschen kennenzulernen, auf Touristen, dass sie Interesse haben, Iran und die Iraner kennenlernen. Ich glaube, muss man immer Politik von Gesellschaft, von Menschen trennen und versuchen, die Menschen kennenzulernen, die in Iran leben und die wirklich nicht miteinander mischen. Ja. Ich habe letztes Jahr 2 Freunde von mir mitgenommen in den Iran, ein Argentiner und ein Deutscher. Es gab auf jeden Fall in dieser Zeit in Iran sehr lustige Geschichten. Was ich aber sehr lustig fand jedes Mal, war dieser Kulturunterschied, was wir in Iran Taruf nennen. Das ist so eine Höflichkeitsart. Als Beispiel, wenn jemand mir Essen bietet, obwohl ich auch Hunger habe, sage ich nein, ich habe keinen Hunger, danke. Und die Person sagt zum zweiten Mal und zum dritten Mal und dann zum dritten Mal sage ich, ja gerne, ich nehme das. Oder ein Taxifahrer, der erstes Mal sagt, ah ja, es kostet nichts, musst du nicht bezahlen, für sie ist es kostenlos. Und obwohl der Taxifahrer braucht das Geld zum dritten Mal oder zweiten Mal, der nimmt das Geld tatsächlich. Aber für Ausländer und Touristen ist es natürlich so etwas Schockierendes. Ich habe ungefähr 2 Jahre für einen Träger gearbeitet mit geflüchteten Menschen und mit den also unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das war für mich eine sehr schöne Zeit, aber auch manchmal sehr traurig. Eine Geschichte ist mir gut hängen geblieben, was auch sehr traurig ist, dass eine afghanische Junge nach 3 Monaten von Afghanistan hierher angekommen ist und abgesehen davon, was er auf dem Weg erlebt hat, wie er hier angekommen ist, alleine und mit vielen Hoffnungen und er wusste dann auch nicht, okay, darf er hier bleiben oder nicht. Der hat sich auch sehr, sehr engagiert in der Schule, sehr gute Noten. Er hat die Hoffnung gehabt, dass er irgendwann vielleicht seine Mutter und seinen Bruder hierher holen kann, weil sein Vater und er damals in Afghanistan von Taliban entführt worden sind und er konnte fliehen. Und von seinem Vater hatte er dann auch nicht mehr gehört, gar nicht. Und irgendwann hat er mir erzählt, dass er schlechte Träume hatte. Er hatte geträumt von seiner Mama, dass es ihr nicht gut geht. Und ich habe ihm gesagt, versuch mal, sie zu erreichen. Aber telefonieren ging es leider gar nicht. Seine Mutter wohnt in einem Dorf, wo von Taliban Taliban da Macht hat und konnte man sie nicht erreichen. 2 Tage später, es hat sich herausgestellt, dass sie auf der Straße, als sie Wasser holen wollte, von Taliban angegriffen wurde und sie ist dann auch direkt dort gestorben.
Und das war echt ein Drama, als der Junge auch erfahren hat, dass er jetzt auch seine Mutter verloren hat und zwei kleine Brüder in einem Dorf ohne Verwandte. Die Kollegen sind dabei zu versuchen, dass er zwei Brüder von ihm hierher also holt. Aber wie es ausgeht, das weiß man auch noch nicht. Hey.